bin mit meinem heutigen Talkgast im Event Hub von Uptown Basel, wo jetzt denn vom 18. bis zum 20. März 2024 das Global Quantum Symposium wird stattfinden. Ja, und Musik, das ist ein universeller Spruch, der mich auch ganz komplexe Themen kann transportieren kann. Wegen dem versetzen wir diese Halle hier schon mal jetzt in die richtige Schwingung und Stimmung, damit die Quantensprünge von den kommenden Tagen noch einfacher werden funktionieren. Mein Talkgast war im Halbfinale vom Supertalent und ihr Wissen Cello begleitet sie ihr ganzes Leben lang. Herzlich willkommen im Talk, Liz Schneider. Merci, dass ich hier sein darf. Ich habe es erwähnt, Musik ist wirklich ein Thema, das uns alle verbindet. Der Hans-Jörg Fankhauser, der hier Architekt und Arealentwickler ist, hat ursprünglich auch Mathematik und Musik studieren, nachdem er auch ausgebildet worden ist als Cellist. Und ich habe das Gefühl, amigs kann man eben auch komplexe Themen durch Musik zugänglich machen. Wie siehst du das? Was kannst du durch Musik, durch deine Musik transportieren? Ich glaube, Musik im Allgemeinen hilft einem, alles irgendwie besser zu verstehen oder sich zu entspannen oder Energie zu bekommen. Musik ist für mich einfach existenziell, sage ich mal. Du hast beim Supertalent mitgemacht. Was ist bei dir, bei dieser Erfahrung, vielleicht das Wertvollste gewesen, was du aus dieser ganzen Zeit von damals hast können mitnehmen, was dir vielleicht heute auch noch hilft als Künstlerin? Mehr sich bei sich zu bleiben, sich selber zu bleiben. Ich habe mich dort so ein verbogen, weil ich unbedingt im Halbfinale sein wollte. Ich habe ein Lied gespielt, das mir nicht gefallen hat. Ich würde es jetzt ganz anders machen, aber dann wäre ich vielleicht nicht im Halbfinale. Aber auf jeden Fall mehr bei sich sein. So, der Weg als Künstlerin, das ist, glaube ich, auch ein ganz persönlicher Prozess. Man fängt an, man geht zuerst mal auf die Bühne und bekommt natürlich auch die direkte Reaktion vom Publikum. Vielleicht ist das am Anfang auch noch ein bisschen unangenehm. Du stehst jetzt schon so viele Jahre auf der Bühne. Was ist für dich auch in der Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz relevant gewesen, um eine gute Künstlerin, um eine gute Cellistin zu werden? Mit Ängsten umgehen und so in die innere Mitte finden. Also auch mal Fehler zulassen und lachen über sich selber, sich nicht selber so ernst nehmen immer und Spass haben. Die Farbe Weiss begleitet dich natürlich in deiner Karriere. Du hast dir das so ein bisschen als Marke natürlich auch angeeignet. Du trittst in weissen Kleider auf und du hast immer ein weisses Cello dabei. Warum Weiss? Ich hatte zuhause ein weisses Klavier und habe immer gefunden, wieso gibt es kein weisses Cello. Ich hatte das Gefühl, das ist meine Erfindung, bis ich herausgefunden habe, dass es in China schon lange weisse Cello gibt. Aber mir hat es einfach auch gefallen, das weisses Cello. Als ich es dann gesehen habe, als es fertig war, habe ich gefunden, ja, es ist perfekt. Cello ist ein Instrument, das man nicht immer und überall die ganze Zeit sieht. Auch nicht im modernen und Pop-Bereich. Und ich glaube, für dich ist es auch ganz, ganz wichtig, als Künstlerin immer wieder neue Schritte zu wagen und neue Wege zu gehen. Von wo kommt der Drang in dir? Und wie hast du das mit dem Cello auch erlebt, das als Künstlerin einfach auch mal etwas anderes zu machen? Also nach dem Musikstudium hatte ich so keine Freude mehr. Ich habe 3 Jahre das Cello in die Ecke gestellt. Und habe dann in einer Bar in Zürich, so auf einem Rooftop, Tante Rouge hat das geheißen, ein marokkanisches Zelt, habe ich eine Sängerin kennengelernt, Sarah Minowski. Und mit ihr haben wir dann einfach angefangen zu improvisieren, also einfach Freude an der Musik, nicht ab Noten und so ein bisschen freien Geist. Was für kommende Projekte stehen bei dir an und was für Arten von Auftritten und Kollaborationen vielleicht auch möchtest du in Zukunft noch mehr machen? Mit dem Komponist Sergio Ferdita sind wir dran an verschiedenen Songs. Der nachher gehört, ist auch von ihm. Das wird noch spannend. Liz, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier aus dem Event Hub und bereiten uns schon mal auf das Quantensymposium vor. Wir verabschieden uns mit den wunderschönen Klängen von der Liz Schneider. Life is beautiful. Live
life to the fullest. Life is wonderful, life is beautiful. Live life to the fullest. Oh. Life is beautiful. Live life to the fullest.